Okay. Wer denkt von euch, dass er mit einer besseren Mobilität, mit einer besseren Beweglichkeit seine Kraftleistung oder seine Technik verbessern könnte? Oh, das ist schon gar nicht so schlecht. Okay. Wer denkt von euch, dass er eigentlich mehr für Beweglichkeit machen sollte? Okay, gut. Und das Neueste, was eigentlich dazukommt, ist, dass Kraft und Beweglichkeit eins ist. Für unser Nervensystem ist es eins. Es kennt nur Bewegung. Und dort setzen die meisten neuen Sachen oder neuen Dinge, die auf den Markt kommen, an, wie ich mich vor dem Training entwickeln kann. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, ich mache Kniebeuge und mache einen Satz Kniebeuge. Vor dem Kniebeugesatz nehme ich meine kleinen Finger, führe die zu den Zehenspitzen und gucke mal, wie weit ich komme. Ich merke genau diesen Punkt, mache einen Satz Kniebeuge mit einem relativ schweren Gewicht. Mache eine Pause nach diesem Satz und guck mal, wie weit ich komme. Tendenziell sollte es so sein, dadurch, dass du die Kniebeuge gemacht hast, solltest du ein Stück weiter runterkommen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass dieser Satz einfach zu schwer war und es bedeutet, ich muss nicht unbedingt noch einen neuen Satz machen. Mein Nervensystem sagt mir, ey, pass auf, hier ist Gefahr, du kannst es nicht mehr stabilisieren und fährt das ganze Kraftniveau runter. Beispiel, jemand, der sich nicht ordentlich aufwärmt in einer Erwärmungssatz und zu hart ins Training reingeht, im Erwärmungssatz, kann sein, dass er seine Leistung für das gesamte Training nicht bringen kann, weil er diesen Punkt nicht beachtet hat. Also das Nervensystem kennt nur Bewegung. Es unterscheidet nicht zwischen Kraft und Beweglichkeit. Das heißt, wenn einer dieser Faktoren nachlässt, dann wird auch der andere nachlassen. Eine ganz einfache Sache. Willst du mal kurz hochkommen? Jasper? Oder soll ich jemanden nehmen, den ich nicht kenne? Jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich nur, weil ich natürlich eine Hand nur frei habe. Also mein Beweis, dass das stimmt, ne, da wird immer gesagt, wie kann es sein, dass das stimmt? Der Osteopath fummelt mir irgendwie am Hals rum und ich habe aber Rückenschmerzen oder fummelt mir an den Füßen rum und deswegen werden meine Rückenschmerzen besser. Wie kann das eigentlich funktionieren? Eine ganz einfache Sache ist, stell dich einfach mal hin, ich hoffe es funktioniert, jetzt weil es auf der Bühne ist, immer so eine Sache, guck einfach mal nach links und nach rechts und wir gucken einfach mal, wie weit merkt euch ungefähr, oder Tamay, guck du mal, wie weit der kommt, wie viel Grad es ungefähr sind. Ja, genau. Nicht ganz 90. Okay. Ja, so 75, 80. Oh. Kannst du mal erklären, was ich mache? Genau, er geht jetzt hin und macht eine unglaublich komplexe Mobilisierung mit dem Daumen. Und bewegt also hier das Daumengelenk in einer genau abgestimmten Folge. Jahrelang habe ich dafür gebraucht. Genau. Und das brauche ich eigentlich auch gar nicht wirklich lang machen, sondern das reicht meistens schon der kurze Effekt. Und jetzt schauen wir nochmal, wie weit er kommt. Fahr direkt weiter auf ungefähr 90. Andere Seite nicht so weit, aber auf jeden Fall links oben so weiter. Merkst du selber? Ja. Links ist besser. Ja. Genau. Also das ist ein ganz einfacher Test, wo ihr einfach seht. Ja. Ja. Jasper K. vom YouTube-Channel chatten. Nein, oben bleiben. Und machen wir Toni Blau noch? Ja. Ja? Okay. Andere Sache ist, ach, leg dich einfach mal hin. Mach mal einfach was liegen. Wir bleiben beim Daumengelenk, weil es so schön ist. Leg dich einfach mal hin. Auf den Rücken. Okay. Was wir jetzt machen, ist erstmal einen Krafttest, nehme ich an. Ne? Ja. Genau, erstmal ein Krafttest. Das heißt, er schaut jetzt, wie viel Kraft hat er momentan aktuell, indem er sein Bein runterdrückt und Jasper muss dagegen halten. Er muss quasi einfach das Bein oben halten. Habt ihr ja gesehen, wahrscheinlich gerade so ungefähr normal gewesen, relativ guter Widerstand. Und jetzt macht er nochmal eine Manipulation. In dem Fall drückt er einfach den Daumen zusammen. Das heißt, das Daumengelenk wird verstaucht. Und dann schauen wir mal, ob das, was Alex gesagt hat, auch stimmt, dass das einen Einfluss auf die Kraft hat. Gar nichts mehr, ne? Ja. Und jetzt macht er dann wieder die unglaublich komplexe Mobilisierung. Nämlich einfach nur den Daumen wieder auseinanderziehen. Genau. Und was das eben, ich das gleich noch. Schauen wir erstmal, ob es wirklich stimmt. Und jetzt machen wir nochmal einen Krafttest. Der ist nicht schwer. Sehr gut. Also das war jetzt. Genau, das war jetzt viel Applaus für Jasper. Was ihr da eigentlich gesehen habt, das war keine Zauberei, das war kein Bruder oder sonst irgendwas.
Durch Zug suggeriere ich dem Nervensystem, ey, du bist sicher, du bist safe, mehr Kraft, mehr Beweglichkeit. Und durch Druck in irgendeiner Form suggeriere ich dem Nervensystem, hier ist Gefahr, geh mal lieber ein bisschen auf Nummer sicher. Klassisches Beispiel bei vielen wäre zum Beispiel wieder bei der Kniebeuge den Kopf in den Nacken legen. Wenn ich extrem oder beim Kreuzheben oder beim vorgebeugten Rudern, wenn ich extrem über den Nacken ziehe, kann das bedeuten, nicht immer, weil es bei erfolgreichen Sportlern kann es sein, dass der Körper das adaptiert hat, aber den meisten ist es so, dass sie so weniger Kraft entfalten können. Halten sie die Halswirbelsäule in einer neutralen Position, keine Stauchung, das Nervensystem ist safe. Nach oben gucken, ja, wo man hinguckt, hat nichts mit der Stellung des Kopfes zu tun. Und damit habe ich dann einfach auch mehr Kraft in der Bewegung. So könnt ihr das sehr, sehr schnell und sehr einfach umsetzen und seht im Prinzip, dass das Nervensystem nur Bewegung kennt. In dem Sinne würde ich mal abgeben an meinen Kollegen Tamay, der euch dazu noch... Ach so, ich sollte mich nur noch selber vorstellen, ne? Das wäre vielleicht noch eine gute Sache. Also ich bin Alexander Swetzki, wir haben in Berlin am Kudamm ein kleines Petit-Gym und machen dort genau das. Das heißt also, wir versuchen, die Menschen so stark wie möglich zu bekommen, so beweglich wie möglich und so sicher wie möglich die Leute ans Ziel zu führen, um dort das zusammenzuführen. Krafttraining, Beweglichkeit und saubere Bewegungsabläufe im Alltag. Also wenn ihr Bock habt, checkt das mal aus. Hi Leute, ganz kurzer Nachtrag. Wer jetzt Bock auf Seminare bekommen hat, am 24.09. veranstalte ich zusammen mit Semper Veganis, also Jan und Laura, einen Kongress, hauptsächlich zum Thema vegane und gesunde Ernährung. Aber auch das Thema Mobility wird mit thematisiert werden. Wir haben nämlich 6 Speaker und das heißt, es wird thematisiert Mobility, Ernährung für den Muskelaufbau, Ernährung zum Abnehmen, Langstreckenausdauersport, Ernährung mit wenig Zeit und Geld, Bio-Lebensmittel, generell Kochen, super viele Themen also dabei. Wie gesagt, das meiste schon unter dem Stern der veganen Ernährung, aber sicherlich auch so ganz, ganz viele tolle Seiteninfos bei. Checkt gern einfach sonst nochmal auch die Homepage ab, welche Speaker alle dabei sind und wie die Seminare genau heißen, ob sie euch interessieren. Ich blende die euch auch hier nochmal mit ein. Und ansonsten freue ich mich auch auf den Austausch untereinander einfach, dass man sich da ein bisschen abspricht, auch wir als Speaker mit den Leuten, die alle kommen. Und ein fettes Live-Q&A wird es noch geben und ihr bekommt eine komplette Verpflegung. Das heißt, es wird Snacks geben, es wird Kuchen geben, es wird Getränke geben, aber es wird auch eine richtige Mittagsmahlzeit geben, also ein richtiges Catering. Vielen, vielen Dank an Lunch Vegas dafür nochmal, die ja auch ein Seminar halten und euch verpflegen. Wer also Bock hat jetzt auf Live-Seminare, auf Speaker zu sehen, richtig viel Wissen zu bekommen, kommt am 24.09. Alle Infos sind in der Beschreibung. Ich freue mich auf euch und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir gern. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.